Mit Yoga abnehmen. Yoga gibt es in den unterschiedlichsten Ausprägungen und wenn Yoga nicht schon eine fernöstliche, jahrhundertealte Tradition wäre, so könnte man sagen, Yoga sei in Mode. Was kann Yoga für dich und deine schlanke Linie tun? Es gibt viele verschiedene Schulen des Yoga. Nicht jede ist für Anfänger geeignet und auch nicht jede darf bei Schmerzen ausgeübt werden. Traditioneller indischer Yoga zum Beispiel unterscheidet sich wesentlich von dem, was in Europa meist als Yoga gelehrt wird. Ziel des ursprünglichen Yoga war eigentlich, den Körper beweglich und dehnbar zu machen, damit er möglichst lange im Lotussitz während der Meditation verbleiben kann. Heute wird Yoga bei uns meist eingesetzt, um den Körper sanft zu stärken, zu dehnen und eine Beweglichkeit auch im höheren Alter zu erreichen. Immer öfter hört man, dass man mit Yoga abnehmen kann. Was ist dran? Yoga ist eine Bewegungsform, bei der es in erster Linie darum geht, sich beweglich zu machen oder die eigene Beweglichkeit bis ins hohe Alter zu erhalten. Dazu enthält Yoga klassischerweise viele Dehnübungen, die für Ungeübte nicht einfach auszuführen sind. Du wirst aber merken, dass dein Körper immer dehnbarer und beweglicher wird, je öfter du Yoga praktizierst. Manche Yoga-Positionen basieren auch auf Halte- und Balanceübungen. Diese sind dazu da, Kontrolle über den eigenen Körper zu erlangen und in sich ruhen zu lernen. Es sind insbesondere diese Übungen, die dich bei Abnehmdiäten unterstützen. Denn diese Übungen stärken und kräftigen auch ganz nebenbei deine Muskelmasse. Eine gesunde Muskulatur unterstützt das Abnehmen und stabilisiert das Körpergewicht in der Haltephase. Klassische Abnehmdiäten gehen meist zu Lasten von Muskelmasse. Die Muskelmasse wird auf der Waage auch nur in Kilos angezeigt und so hast du nicht die Kontrolle, was genau du abgenommen hast, Muskulatur oder Fett. Auch sogenannte Körperanalysewaagen bringen darüber nur geringe Klarheit. Diese funktionieren auf Basis von Impedanzmessung. Dabei geht ein kleiner Strom durch deinen Körper, der den elektrischen Widerstand misst. Weil jede Art von Zellen, Fett, Muskulatur, Wasser, einen anderen Widerstand hat, kann das Gerät damit die Zusammensetzung des gemessenen Körperbereichs berechnen. Der klitzekleine Schönheitsfehler an diesen Waagen ist der, dass sich der Strom per physikalischem Gesetz immer den kürzesten Weg sucht. Bei Waagen, an denen sich die Sensoren unter deinen Füßen befinden, bedeutet dies ein Bein hoch, das andere wieder runter. Die Zellmasse des Oberkörpers bleibt dabei völlig unberücksichtigt. Ähnlich verhält es sich bei solchen Analysegeräten, die in die Hände genommen werden. Diese berücksichtigen nur den Oberkörper. Möchtest du also eine verlässliche Aussage über deine Körperzusammensetzung und über einen Diäterfolg, solltest du vor Beginn der Diät und im Laufe dessen zur Kontrolle deine Körperzusammensetzung professionell messen lassen. Dies wird von Ernährungsberatern angeboten. Erkundige dich bei deiner Krankenkasse, um bei einer Abnehmdiät hauptsächlich Fett zu verlieren. Ist eine professionelle Ernährungsberatung nötig? Der Erhalt der Muskelmasse ist deswegen so wichtig, weil diese als Verbrennungsmotor ja deine aufgenommenen Kalorien wieder verbrennt. Verkleinerst du den Muskelmotor durch falsche Diät, so sinkt dein Grundumsatz. Der Jojo-Effekt ist vorprogrammiert. Erhältst du die Muskelmasse während der Diät, so fällt der Jojo-Effekt flach und du kannst auch in Zukunft dein neues Gewicht leichter halten. Dies erreichst du zum einen mit der richtigen Diät, zum anderen aber auch durch konstante Bewegung. Die Bewegung während einer Reduktionsdiät sollte moderat sein. Bitte falle nicht in Extreme.
um besonders schnell besonders viel Muskeln abzunehmen. Yoga ist eine sanfte Bewegungsform, die insbesondere für Übergewichtige und Abnehmwillige geeignet ist, weil dabei weder Gelenke noch Konditionen stark beansprucht werden. Es ist eine sanfte Form, um den Körper während und nach einer Reduktionsdiät beweglich und geschmeidig zu machen, sowie um das Körperbewusstsein zu stärken und zu fühlen, wie du nach und nach die Kontrolle über deinen gesamten Körper bis in die kleinsten Zehenspitzen wieder erlangst. Mit Yoga abnehmen ist möglich.